Da sind wir zurück, Bayron. Ja, die Fußball-EM, die läuft ja noch, allerdings ohne deutsche Beteiligung. Und da kann man mit der deutschen Brille ja auch schon mal ein bisschen vorausschauen. Auf die Olympischen Spiele, das nächste Sportgroßereignis in diesem Jahr. Und er wird mit dabei sein. Simon Batz, der Weitspringer, der MTG Mannheim. Nun ist es offiziell, der Deutsche Olympische Sportbund hat ihn für die Spiele nominiert. Das ist die erste Nominierung für den 21-Jährigen. Da muss man aber auch sagen, dass sie nicht wirklich überraschend kommt. Durch seine starken Leistungen, vor allem während der Hallensaison, sprang er sogar bis auf Platz 19 in der Weltrangliste und darf sich als einziger männlicher Weitspringer im deutschen Aufgebot präsentieren. Wie seine Ziele für Olympia aussehen und wen er da schon gern mal treffen würde, darüber hat Pascal Förster mit ihm gesprochen. Simon, erstmal Glückwunsch zu Ihrer ersten Olympianominierung. Wie fühlt sich das denn alles für Sie aktuell an? Danke erstmal. Natürlich ist es schon ein bisschen surreal. Es war immer schon so ein Traum, natürlich irgendwann dabei zu sein. Jetzt bin ich auch noch relativ jung. Dass ich mir natürlich jetzt das schon erfüllen kann, ist natürlich jetzt schon ziemlich besonders und freue mich natürlich auch extrem. In etwas mehr als 2 Wochen geht es jetzt auch schon los. Was steht denn für Sie als nächstes in den kommenden Tagen auf dem Programm und wie laufen auch die Vorbereitungen jetzt noch ab? Ja, bei mir ist es gerade im Moment so, jetzt gehen wir noch mal ein bisschen in den Trainingsblock eben rein. Vermutlich steht jetzt noch ein Wettkampf eben am kommenden Wochenende an. Ja, und danach geht es dann eigentlich schon relativ früh dann eben ins Trainingslager nach Kimbaum. Danach ist dann halt eben auch schon bald die Anreise dann, nachdem wir schon relativ früh eben in Paris dran sind. Ja, genau, das ist so der Plan bis dahin und ich freue mich schon, bin auch schon ein bisschen aufgeregt, aber wird auf jeden Fall bestimmt eine coole Zeit. Mit welcher Erwartungshaltung gehen Sie denn in Ihre ersten Olympischen Spiele? Ich glaube, natürlich hat man schon immer eine Erwartungshaltung, man will immer seine Leistung abliefern, das auf jeden Fall, aber ich glaube, erstmal dieses ganze Gefühl überhaupt mitnehmen. Es ist, glaube ich, wirklich das größte Sportevent, das es überhaupt gibt. Deswegen auf jeden Fall erstmal Erfahrung sammeln. Ich glaube, man muss auch erstmal damit klarkommen, dass es doch ziemlich viele Zuschauer sind. Ich glaube, wenn das Stadion voll ausgebucht ist, sind es ja, glaube ich, über 80.000. Aber auf jeden Fall Spaß haben und natürlich zeigen, was ich kann. Jetzt ist bei Olympia ja bekanntlich die sportliche Elite der Welt da und auch einige Stars. Gibt es denn jemanden, wo Sie sagen, mit dem würden Sie sich gerne mal unterhalten oder da freuen Sie sich drauf, den mal kennenzulernen oder zu sehen? Also insgesamt, ich bin sehr sportbegeistert. Nicht bloß eine bestimmte Disziplin, aber halt jetzt zum Beispiel auch hier Basketball oder sowas. Natürlich so die ganzen amerikanischen Topstars, egal ob es LeBron James oder wer auch immer, gibt doch genügend, die ja wirklich sehr, sehr bekannt sind, wo man schon sagt, wenn man dem vielleicht über den Weg läuft, vielleicht wird man auch nach einem Bild schauen. Jetzt sind Sie für Team Deutschland der einzige männliche nominierte Weitspringer. Setzt Sie das vielleicht auch ein bisschen unter Druck? Nee, würde ich nicht sagen. Natürlich ist schon immer eine gewisse Erwartungshaltung hier, aber ich muss auch immer selber mich wieder so ein bisschen runterholen und sagen, vor 2 Jahren war es undenkbar. Jetzt habe ich die Chance, jetzt kann ich Erfahrung sammeln. Jeder Wettkampf beginnt immer von neu, deswegen glaube ich schon, die Erwartungshaltung ist da, aber ich selber muss einfach sagen, ich glaube, ich weiß, dass ich zurzeit gut drauf bin und kann auch zeigen, was ich kann. Dann wünschen wir dabei viel Erfolg bei Ihren ersten Olympischen Spielen. Herr Batz, vielen Dank für das Gespräch. Perfekt, vielen Dank.